Herr Lammerhuber, schön, dass Sie für uns Zeit haben, dass Sie sich Zeit genommen haben. Was heißt es eigentlich für Sie, sich Zeit nehmen? Zeit nehmen, ist ein Lernprozess für mich. Und Zeit nehmen war früher zwischendurch irgendwann einmal vielleicht eine kleine Auszeit sich zu nehmen. Jetzt heißt Zeit nehmen für mich, wirkliche bewusste Pausen zu machen, den Alltag sich anders einzuteilen, überhaupt das Zeitgefühl vielleicht ein bisschen neu zu definieren. Das Zeitnehmen ist für mich viel bedeutungsvoller als wie vor 2, 3, 4, 5 Jahren. Hat es da einen Punkt gegeben, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich ein bisschen auf meine Zeit schauen? Ja, es hat erstens einmal der 40er, ich bin jetzt 46, das war einmal so ein Datum, was will ich, wo bleibe ich, wo gehe ich hin. Zweitens habe ich sehr viel beobachtet, Eigenbeobachtung, aber auch Beobachtungen von anderen Menschen. Und ich bin draufgekommen, es macht keinen Sinn, über die viel Zeit oder über die viel beschäftigte Zeit zu sprechen. Es interessiert keinen, ob ich jetzt viel Termine habe oder wenig Termine habe. Und umgekehrt interessiert es mich auch nicht, wenn die Menschen sagen, aha, ich bin jetzt da bei der Veranstaltung, aber eigentlich sollte ich schon bei der nächsten Veranstaltung sein. Und da habe ich gesehen in den letzten Jahren, dass es immer mehr Menschen gibt, die unter Zeitdruck stehen und dann sich die Anerkennung holen wollen, indem sie über den Zeitdruck sprechen. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte nicht zu dieser Sorte gehören. Ich weiß, ich bin schwierig erreichbar etc., das ist ein Teil vom Business, ich bin auch ein Kernarbeiter, aber trotzdem über die vielbeschäftigte Hamstererzeit zu sprechen, das habe ich mir wirklich versucht abzugewöhnen. Weil Sie das gerade ansprechen, Sie haben ja gefühlte 24 Jobs und haben aber jetzt das zweite Buch auf den Markt gebracht und ausgerechnet Sie beschäftigen sich mit der Zeit. Für viele ist das durchaus überraschend, aber offensichtlich für Sie auch eine Art von Selbstbewältigung mit dieser Problematik. Ja, da drinnen steckt eine ganz riesengroße Zeitsehnsucht. Ja. Weil ich bin auch drauf gekommen, es gibt ein Leben vor dem Tod, es gibt viele Leute, die Burnout haben, ich kenne auch viele Leute, die dahin siechen mit Knochenkrebs, was auch immer. Und das hat mich irgendwann zur Erkenntnis gebracht, ich muss selbst Herr meiner Zeit werden. Der Einzige, der die Zeit einteilen kann und in den Griff kriegen kann, das können nicht irgendwelche nächste Verwandte, Liebe oder Freunde sein, sondern das kann nur ich sein. Und aus dem ist so eine tiefe Sehnsucht geworden und die habe ich dann versucht einzupacken und ich bin drauf gekommen, dass nicht nur mir so geht, sondern vielen anderen auch. Und darum habe ich das versucht, meine Beobachtungen, aber meine eigenen Beobachtungen ein bisschen niederzuschreiben. Ich habe gedacht am Anfang, das ist ein Ratgeber, so ein Büchlein. Aber ich habe herausgefunden, das ist wesentlich mehr. Und zwar haben Sie auch eine ganz neue Form von Lyrik, also für mich neue Form gefunden, und zwar nennen Sie das Zeitlyrik. Das sind eigentlich sehr schöne, teilweise kurze Aphorismen und teilweise ein Festhalten von Momenten. Wann schreiben Sie eigentlich diese Dinge? Heuer im Sommer habe ich keinen Urlaub mehr genommen, sondern ich bin jetzt eher so der Winterurlauber geworden. Da genieße ich die Zeit doppelt so viel und noch dazu am See, muss ich auch sagen. Ja, jeder hat so seine Plätzchen, der eine fährt am Strand 2 Wochen und der andere genießt halt im Winter die Zeit mehr. Ich bin eher so der Wintermensch und auch der Morgenmensch. Und wenn es mir zu viel geworden ist und wenn ich irgendwie ein Ventil gebraucht habe, zum Beispiel im Ibstal, heuer am 19. August, das war mein 46. Geburtstag, habe ich mich zurückgezogen, direkt an die Ibs, bei so einer aufgelassenen Eisenbahnbrücke, habe mir meinen Liegestuhl genommen, habe mich direkt in die Ibs gesetzt, ein bisschen so mit den Füßen im Wasser. Und dann habe ich den ganzen Tag wirken lassen. Das war mein Geburtstag. Und zum Abschluss habe ich die Zeit noch mehr genossen, bin ich dann rauf nach St. Georgen gefahren, habe mich dort hingesetzt, habe die Abendsonne genossen und habe dort so meinen Tagesrhythmus, mein Tagesgefühl niedergeschrieben. Das war zum Beispiel so ein Schreibtag. Interessant auch, dass Sie in diesem Büchlein die Phänologie auch zu Wort kommen lassen, auch einbinden. Was ist eigentlich die Phänologie? In dem Punkt, das ist ja eine Botschaft, die so seit Jahrhunderten eigentlich besteht. Ja.
Ich bin deshalb drauf gekommen, und weil ich in die Arbeit gefahren bin und mir immer gedacht habe, der Kugelrutz ist schon so hoch, oder den Kugelrutz gibt es nichts mehr, oder das Getreide ist schon draußen worden. Und eigentlich habe ich immer versucht, nach diesen Rhythmen so meine Zeiteinteilung zu machen, nicht nach den vier Jahreszeiten. Ich habe da eine Expertin in dem Buch, nur zum Anreißen, nämlich die Fiona Kies von der Garten Thulen. Und die ist eigentlich die Profifrau, und die hat irgendwie mein Gefühl, das ich gehabt habe, eingegossen und gesagt, das gibt es eigentlich alles schon im phänologischen Kalender. Nicht mehr, nicht weniger. Zum Abschluss möchte ich das Büchlein einfach wirklich empfehlen. Es ist zeitlos, es führt durch das Jahr. Wem würden Sie dieses Büchlein empfehlen? Ich bin draufgekommen jetzt vom ersten Buch her, dass es Menschen sind, vom Manager über die Hausfrau, über den Lehrer, über ja, ganz einfache Personen, wie Personen, die hoch studiert sind, wie der Manager zum Beispiel eines großen Konzerns ein Kalenderblatt rauskopiert, wo 50 Mal das Wort Zeit während einer Sitzung reingeschrieben hat. Ja. Auch da merke ich die tiefe Zeitsehnsucht von vielen Menschen, und dann wieder Mutter, die gesagt haben, okay, ich bin eigentlich den ganzen Tag 27 Stunden am Tag Mutter, aber ich brauche eine halbe Stunde für mich, und wenn ich eine halbe Stunde für mich habe, dann greife ich zum Buch und dann lese ich vielleicht einen lyrischen Text oder versuche so in die Zeit ein bisschen reinzugleiten. Das heißt, quer durch soll ein zeitloses Buch sein. Ich habe es aber auch nicht geschrieben um des Buches willen, sondern in erster Linie für mich einmal. Wenn es jemandem gefällt, und da habe ich sehr liebe und positive Reaktionen, dann freut es mich natürlich ganz besonders. Herr Lammerhuber, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich danke schön.